Dass es jetzt so geht, als ob die Nacht
die ja so fröhlich sind. Doch dazu braucht man nicht nur etwas Schwung, nein, auch ein Tröpfchen in Linderung. Ein Likörchen, ein Likörchen für das Münder, Münderkörchen, das ist schöner als Applaus, als so mancher Blumenstrauß.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie hier in der Münchner Festhalle im Namen des Männergesangsvereins und gemischten Chores Harmonie München 1923 ganz herzlich zu unserem Sängerabend begrüßen. Mein Name ist André Münch. Ich bin einer der drei ersten Vorsitzenden des Chores Harmonie München und werde Sie heute Abend hier durch das Programm begleiten. Zuerst möchte ich unsere Ehrengäste begrüßen. Dazu gehören unser Lichtenfelser Bürgermeister, Herrn Helden Scheele. Unseren ehemaligen Bürgermeister, Herrn Uwe Stoiber mit Gattin. Unsere Münchner Ortsvorsteherin Frau Angela Scheuermann. Den Vizepräsidenten des Mitteldeutschen Sängerbundes, Herrn Horst Werner Remmer. Den ersten Vorsitzenden des Bayerischen Sängerbundes, Herrn Bruno Becke mit Gattin. Den Vorsitzenden des Lichtenfelser Sängerbezirks, Herrn Friedrich Hasige mit Gattin. Frau Barbara Liese für die öffentliche Berichterstattung in der Weilingschen Landeszeitung. Und die Vertreter der örtlichen Vereine. Begrüßen möchte ich auch die Abordnungen der Gesangsvereine aus Dreisler, Lüdinghausen, Medebach, Radern und Immichhausen. Das Programmblatt liegt bereits auf Ihren Tischen aus und Sie werden sehen, dass wir einerseits die Grußworte anlässlich unseres Jubiläums zum 100-jährigen Vereinsbestehen empfangen dürfen und andererseits den Liedvorträgen der Chöre des Lichtenfelser Sängerbezirks aus Gottelsheim, München, Neukirchen und Sachsenberg, aber auch unserer Gäste aus dem benachbarten Sauerland, aus Hilfeld und Medelon lauschen dürfen. Sie sehen also, dass wir ein gut gefülltes Programm heute Abend haben. Ich möchte an dieser Stelle aber bereits auf eine Programmänderung aufmerksam machen. Leider ist es dem Münchner Chor Klangfarben und dem Kirchenchor St. Cecilia Lüdinghausen aufgrund krankheitsbedingter Absagen heute Abend nicht möglich aufzutreten, was wir sehr bedauern. Den Betroffenen wünschen wir allen gute Besserung. Im Programm für den Frauenchor Klangfarben wird entsprechend der Frauenchor Tonart aus Gottelsheim vor, das heißt nach den Grußworten der Vereine. Das heißt, damit folgt später der gemischte Chor aus Medelon direkt dem Chor MGV Neukirchen und Sachsenberg. Ich möchte nun als nächstes das Mikrofon übergeben an unseren Bürgermeister, Herrn Henning Scheele. Ja, das war ja ein wunderbarer musikalischer Auftakt schon. Und wie das zu 100 Jahren gehört, 100 Jahre ist nicht alt, sondern als Kind im Herzen jung geblieben.
Das heißt im Prinzip die Musik und der Chorgesang, die sorgt davor, dass wir nicht 100 Jahre alt sind, sondern 100 Jahre jung geblieben sind. Und das haben wir eben, glaube ich, mit dem Chor, mit dem gemischten Chor schön gesehen. Ja, liebe Sangesfreundinnen und Sangesfreunde, sehr verehrte Gäste und Ehrengäste, aber vor allem, lieber Vorstand und liebe Mitglieder des Chors Harmonie Münden, liebe Vorstandsstellvertreter, liebe Maria und Elfriede Vesper, lieber André Münch, den Männergesangverein und gemischten Chor Harmonie Münden mit seinem Vorstand und den Mitgliedern gratuliere ich im Namen des Magistrats der Stadt Lichtenfels und persönlich ganz herzlich zum 100-jährigen Bestehen und bedanke mich für die Einladung zum heutigen Festakt. Bei allen Mitgliedern, besonders den aktiven Sängerinnen und Sängern, freue ich mich außerordentlich über dieses stolze Jubiläum, das ein Beweis für gepflegtes Traditionsbewusstsein und auch lebendiges Vereinsleben ist. Ein ganzes Jahrhundert ist es her, dass langes und vielleicht auch feierfreudige Männer die klingende Visitenkarte Mündens wurden und der Verein gegründet wurde. Über diese lange Zeit haben ihre Vorgänger und sie ganz wertvolle Kulturarbeit geleistet und damit die Gemeinschaft hier im Ort Münden, aber auch in der Stadt Lichtenfels bereichert. Dies ist Ansporn genug, wertvolle Traditionen der Vergangenheit weiterzugeben und für kommende Generationen zu bewahren. Und wo dies möglich ist, mit den Interessenten und mit den Interessen der bis dabei schnelllebigen Gegenwart zu verbinden, ist jetzt nicht immer so ganz einfach. Es ist, gehört dazu beste Organisation, Freude am Chorgesang, Harmonie und Kameradschaft. Das sind und waren dann auf und dann ab immer wieder die Basis für die Faszination Chorgesang. Denn meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie Chöre, nicht nur die Jubilare, sondern alle, die hier heute auch als Chöre dabei sind, Sie begeistern Gott sei Dank wieder nach Corona. Das Publikum, die Menschen, die Bürger bei Festen in der Region, sie bereichern bei vielen, vielen Veranstaltungen einfach das Angebot. Ohne sie wäre unser Leben deutlich ärmer. Sie stellen damit eine tragende Säule innerhalb des örtlichen und gesellschaftlichen Lebens dar. Besonders hervorzuheben sind all jene, die hierzu über die Jahrzehnte hinweg beigetragen haben. An erster Stelle stehen dabei natürlich ohne Zweifel die aktiven Sängerinnen und Sänger. Chorgesang, das gibt es nur in der Gemeinschaft. Mit Gleichgesinnten aufeinander zu hören, ist im wahrsten Sinne des Wortes, das lernt man vor allen Dingen im Chor. Denn wenn man nicht aufeinander hört und dann miteinander singt, dann kommt am Ende wahrscheinlich der getroffene Ton nicht besonders gut raus. Und ja, der Chorgesang, das haben wir eben gesehen und das werden wir nachher im Laufe des Abends auch noch sehen, er verbindet ganz unterschiedliche Generationen miteinander. Chortradition verbindet Generationen und auch die Gesellschaft. Der Chorgesang wird ja hier und da auf besondere Proben gestellt, sei es genügend sangesfreudige und stimmkräftige Mitmacher zu finden oder vor allem sei es die Zwangspause durch Corona, die sicherlich wirklich im Chorgesang sehr viele Fragezeichen und schwierige Hürden in den Weg gestellt hat. Und vor allem diese Zwangspause zu überwinden und heute Abend hier gemeinsam diesen Abend zu feiern und zu begehen, das ist aller Ehren wert und dass das heute Abend so klappt, das ist auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade die Vorsitzenden auch des MGV Harmonie Münden, des gemischten Chores, das ist Ihr Verdienst und das ist auch am Ende des Tages Ihre Leistung und dafür, glaube ich, an der Stelle für die Harmonie und den gemischten Chor Münden ein kräftiger Applaus für die Leistung, dass wir heute Abend hier zusammen sein können. Geklaut habe ich mir bei Aristoteles den Satz, im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen. In diesem Sinne wünsche ich dem
Männer Gesangverein, den gemischten Chorharmonie Münden, so wie ich das vorhin vernommen habe, dass es ja nicht das letzte Konzert sein soll, dass es bald weitergeht, dass weiter Musik gemacht wird, dass sie sich selbst und den Menschen, wie Aristoteles es sagt, noch viel Freude machen werden und dieses Jubiläum die stolze Tradition auch hier in Münden bekräftigt und darüber hinaus alle Beteiligten im Chorgesang hier in Münden, aber auch in der Stadt Lichtenfels und im mitteldeutschen oder vor allem waldeckischen Sängerbund ermutigt, weiterhin den Chorgesang zu pflegen. Und wenn man zu so einem schönen runden Geburtstag eines so jungen Chores eingeladen wird, dann bringt man natürlich auch ein Geschenk mit. Die Kirche habe ich jetzt nicht dabei gehabt, aber die andere ja wohl, weiß nicht, weil auch nicht einschätzen konnte, selber in der Hosentasche gehabt. Aber vielleicht für das ein oder andere Likörchen der Zukunft, mein lieber André Münch, haben wir natürlich, und wie soll es besser an einem Waldecker Abend mit 100 Jahre Waldecker Chorgesang sein, natürlich zum weiteren Fortbestehen des Chores ein schönes Waldecker Krachgeschenk der Stadt Lichtenfels dabei, was ich gleich gerne an den Vorsitzenden überreiche. Und es soll Grundstock und Basis sein, vielleicht nicht nur für die Kirche, sondern einfach für die zukünftige und weitere hoffentlich erfolgreiche Arbeit hier im gemischten Chor in Münden, dass wir auch in Zukunft schöne Abende hier erleben können. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche uns jetzt einen kurzweiligen, schönen, geselligen, musikalischen Abend mit tollen Vorträgen. Wir haben tolle Chöre dabei, auch wenn welche ausfallen. Und ihr könnt euch jetzt schon darauf freuen, der ein oder andere, der vor wenigen Wochen nicht dabei war, wo schon ein Chorkonzert war. Es wird auch stimmungsvoll, das kann ich versprechen. Es wird einige tolle Liedvorträge geben. In dem Sinne nochmal ganz herzlichen Glückwunsch nach Münden, Herr Münch und an Ihr Team vom Verein und natürlich das Waldecker Flachgeschenk. Danke und herzlichen Glückwunsch. Wie sich das im guten Haushalt gehört, soll ich den Tisch mit den Damen runternehmen. Ein herzliches Dankeschön, sowohl für die Grußworte, aber natürlich auch für das Dachgeschenk. Und in diesem Sinne möchte ich gern als nächstes unseren ehemaligen Bürgermeister Herrn Stolper auf die Bühne bringen. Runtergestellt werden.
Ja, liebe Mitglieder und Mitgliederinnen der Harmonie Münden, verehrte Ehrengäste, sehr geehrte Gäste des heutigen Abends. Singen ist wie Schokolade, nur ohne Kalorien. Hört sich gut an. Wer immer diesen Spruch geprägt hat, der hatte völlig recht damit. Und bestimmt alle hier im Saal werden da zustimmen. Inzwischen wurde sogar das wissenschaftlich untersucht und dabei hat man festgestellt, dass Schokolade stimmungsaufhellend wirkt, im Körper Glückshormone freisetzt und somit zu unserer Entspannung, unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit beiträgt. Und genau das trifft auch auf das Singen zu. Nur eben ohne Kalorien. Das freut doch besonders die Damen hier heute Abend, denke ich. Welcher Sänger und welche Sängerin hat das noch nicht erlebt? Dass man sich nach einem anstrengenden Tag nochmal aufraffen muss, um doch zum Singen zu gehen. Obwohl man sich lieber auf das Sofa gelegt hätte und nach dem Singen mit einem guten, entspannten Obwohl man sich lieber auf das Sofa gelegt hätte. Und nach dem Singen kommt man dann mit einem guten, entspannten Gefühl nach Hause. Also müsste dieser Abend ja eigentlich heute von der Krankenkasse gesponsert werden. Oder? Weil hier heute Abend gewissermaßen Gesundheitsprophylaxe betrieben wird. Da sollte man drüber nachdenken und vielleicht bei den Krankenkassen einfach mal anläuten. Der Harmonie Münden möchte ich auch im Namen meiner Ortsbeiratskolleginnen und Kollegen ganz herzlich zum 100-jährigen Jubiläum gratulieren. Und all denen danken, die durch ihr ehrenamtliches Engagement, ob als Vorstand, als Sängerin oder Sänger oder zahlendes Mitglied, dazu beigetragen haben, den Verein aufzubauen, zu leiten und bis ins 100-jährige Jubiläum zu führen. Die Harmonie ist neben dem TSV München der zweite Mündener Verein, der in diesem Jahr auf seine 100-jährige auf sein 100-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Und darauf kann Münden, können wir alle sehr stolz sein. Denn solch eine langjährige und breit gefächerte Vereinskultur mit 13 Vereinen und Gruppen hat nicht jeder Ort zu bieten. Da ist für jeden etwas dabei, egal ob alt oder jung. Zu einem vollkommenen Gesangsabend. Da gehört natürlich nicht nur das Singen, sondern auch die Pflege der Gemeinschaft und der Stimmbänder dazu. Das habt ihr ja vorhin auch schon entsprechend besungen. Und zu diesem Zweck habe ich ein kleines Geschenk mitgebracht und das könnt ihr gerne bei der nächsten Probe genießen. Alles Gute zu eurem Jubiläum. Wir gratulieren ganz herzlich. Danke. Von Daniel Dickhoff. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich auch diese Änderung richtig notiert habe.
hier von morgen von Udo Jürgens. Ich sehe keinen Widerspruch. Und Sweet Caroline von Neil Diamond. Begleitet wird der Chor am Klavier von Martin Pfaff. Die Sonne versinkt und der Tag wird still und der Lärm kommt allmählich zur Ruhe. Was aufgewühlt war, wird ruhig und klar. All das, was ich brauche, bist du. Die Spannung verklingt, was ist bloß passiert? Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Vertrocknet und leer, du fehlst mir so sehr. Morgen werden wir weiter sehen. Wie kann es sein, dass Zufriedenheit verlasst und plötzlich irgendwie gar nichts mehr passt? Wer hat die Welt auf den Kopf gestellt? Thank you.
jetzt nicht mehr ohne Mikro geben, weil ich bin ja da und da hinten, aber bemühe mich. Die offiziellen Grußworte vom Tinkerbissergießen-Fans kommen ja gleich noch. Trotzdem gratulieren wir schon mal vorab den Gründern ganz herzlich für ihr 100-jährigen Jubiläum. Wir wünschen euch weiterhin immer, dass ihr sangesmächtig seid und stetig Nachwuchs bekommt, obwohl ich auch weiß, aus eigener Erfahrung, dass es mit dem Nachwuchs immer ganz so einfach ist. Trotzdem alles Gute. Jetzt singen wir noch ein Liedchen, und zwar, das wir alle kennen, von 1969 von Neil Diamond. Viele kennen es, weil sie in der Zeit schon gelebt haben oder schon im Alter waren, die Musik gehört haben. Viele kennen es jetzt aus den Stadien der Welt, es ist wieder neu, überall zu besuchen. Und da haben wir so ein paar Mitmachecken dabei, und da wollen wir jetzt mit einblenden. Ich hoffe, es klappt auch. Und zwar, das ist dann Tisch 1 und 2, ihr macht dann mit und in der Mitte. Ja, Chef, wir beiden aus, und zwar, ihr kennt das ja. Yeah.
der Lieder Wie kann es sein, Hier von morgen und Sweet Caroline. Das war ja schon interaktives Singen heute Abend. Danke, war ich nicht drauf vorbereitet, aber war eine tolle Einladung. Aufmerksam zu machen oder hinzuweisen oder zu erwähnen. Frau Liese geht durch die Reihen und macht Bilder. Und ab morgen Abend können Sie diese Bilder in einer Bildergalerie online bei der BSZ sich anschauen. Und da das hier live ist und gar nicht so intensiv geprobt und hier, ja, früher hat man gesagt, improvisieren, heute heißt es agil, das Ganze hier durchführen, denke ich, besser spät als nie, möchte ich auch im Sinne der Presse, der Öffentlichkeitsarbeit, Herrn Olaf Dudek vom EDA-Dampfradio begrüßen, hinten an der Kamera. Unseren Abend heute filmt und ich habe gehört, dass man diesen Film sich einfach später anschauen kann. Super. Ich würde so gerne im Programm fortfahren mit den Grußworten und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die drei Herren sich doch verständigt haben jetzt. Deswegen würde ich als Ersten den Vorsitzenden des Lichtenfelder Sängerbezirks, Herrn Friedrich Hasek, auf die Bühne nehmen. Alles Gute wünschen. Und wie vorhin schon gesagt wurde, als Gast bringt man auch ein Geschenk mit. Ich habe zwar kein Fachgeschenk, es ist nur ein Umschlag mit Inhalt. Den darf ich den Vorsitzenden überreichen. Ich habe noch zwei Umstände hier in der Tasche. Da muss ich Folgendes zu sagen. Der Männergesang von Sachsen-Welchen, der Männergesang von Neukirchen, üben ja gemeinsam zusammen und treten auch gemeinsam auf und haben enge Kontakte zum Bündnerverein. Und so habe ich beide Umstände von den Vereinen erhalten, die ich ebenfalls überreichen habe. Für die weitere Zukunft alles Gute und für den heutigen Abend einen angenehmen Abend. Dankeschön. Wir sind ein Friedrich Hasek und nun freue mich auf die Grußworte des Vizepräsidenten des Mitteldeutschen Sängerbundes, Herrn Horst Werner Bremmer. Einen schönen, einen wunderschönen guten Abend hier im Waldeckerland. Also im Sommer Volker Berg.
Bergmann, von dem ich herzlich grüßen soll, unser Dozent, mich gefragt hat, Hotte, kannst du in Münden die Urkunde überreichen und die Grußworte von NSB überbringen? Habe ich gesagt, na klar, Volker, kann ich das. Ich habe in Münden mit der alten Württemberger Zeiten Fußball gespielt. Der alte Sängerkamerad Bartfels Richard hat uns immer eine Kiste Bier ausgegeben. Ich hatte die erste Freundin von Münden. Aber den Nachtschrank haben sie mir trotzdem nicht abgeknüpft. Ich habe mit eurem Vorreiter in den Pausen und auch in manchen Freistunden Doppelkopf gespielt, Herr Horst. In der Regel haben die Neukirchner verloren und die Lutheraner gewonnen. Ja, und jetzt ist sogar ein Arbeitskollege von mir, mit dem ich Rücken an Rücken sitze, durch den Mann getrennt, hat heute Abend mitgesungen. Da habe ich gesagt, was, klar, du fährst nach München, übrigens die besten Grüße vom Mitteldeutschen Sängerbund und gratulierst. Und ich dachte, was sagt man 100 Jahre Harmonie München? Harmonie, das ist ja ein Name oder ein Wort, was mehrere Bedeutungen haben kann, wenn man es musikalisch sehen muss, dann heißt das. Eine Harmonie ist das gleichzeitige Spielen von verschiedenen Tönen in der Musik. Spielt man beispielsweise ein C auf dem Klavier und dann eine große Terz und die Quinte, erhält man die Harmonie C-Dur. Diese Harmonie wird auch Dreiklang oder Akkord genannt. Was macht Harmonie aus? Je nach Frequenzlage nimmt man einen Akkord entweder als harmonisch oder disharmonisch wahr. Setzt sich der jeweilige Akkord aus Tönen zusammen, in deren Frequenz ein ganzzahliges Vielfaches ihrer Grundfrequenz enthalten ist, führt das zu einem harmonischen Klangerlebnis, das als Harmonie bezeichnet wird. Das ist das Musikalische. Aber ein Gesangverein, er muss die beiden Buchstaben G und G in einer guten Relation zusammenbringen. Das eine G steht für Gesang, und das andere G steht für Geselligkeit. Und jetzt kommt eins von diesen beiden Dingen zu kurz, hat der Verein keine Chance auf Überleben. Denn das heißt es auch so schön, Harmonie ist ein Ausdruck von Glück. Dieses Bedürfnis nach Harmonie kennen wir alle. Und ihr habt das in eurem Vereinsnamen. Ganz wichtig, pflegt das sehr, sehr lange. Bevor ich die Urkunden vorlese und übergeben werde, habe ich auch noch ein Gedicht mitgebracht. Das hat ein Mann geschrieben, der leider nicht mehr lebt, aber der hat das erlebt, wo die Männerchöre von der Zahl her ihre Blüte hatten. Ein Männergesangverein von Heinz Erhardt. 50 Herren über 50 sitzen um des Tisches rund und sie essen und sie trinken und sie wischen sich den Mund. Da, der Vorstand schwingt die Glocke und es wird ganz mäuschenstill. Denn die Glocke ist das Zeichen, dass er etwas sagen will. Und als er genug geklingelt, ja, das Klingeln macht ihm Spaß, steht er auf und spricht gewichtig, na, ich denke, wir singen was. Der Kapellmeister sucht in sich, wo die Stimmgabel wohl steckt. In der hinteren Hosentasche hat er endlich sie entdeckt. Und er führt zuvor die Gabel und macht, ah, das ist der Ton, den man wirklich für den Einsatz hat. Doch horch, sie singen schon. Und sie singen viel von Liebe und von Sehnsucht und vom Mai. Und 11 Verse hat das Lied und dann geht auch das vorbei. Müde von der Armbewegung senkt der Dirigent den Stab. Müde von den tiefen Tönen wischt der Bass den Schweiß sich ab. Der Tenor erzählt begeistert, wie ihm heute das Fis gelang und der Bariton sich äußern sagt, wie gut ich heute sei. Doch dann sitzen alle 50 wieder um des Tisches rund und sie essen und sie trinken und sie wischen sich den Mund. Ja. Ich möchte dann die Urkunde vorlesen. Zum 100-jährigen Bestehen, dem Männergesangverein Harmonie Münden, herzliche Glückwünsche, verbunden mit dem Dank für langjährige und erfolgreiche chormusikalische Arbeit. Mitteldeutscher Sängerbund e.V., Kassel im Oktober 2023,
das Präsidium Volker Bergmann, Präsident. Und von unserer Kultusministerin bringe ich auch die herzlichsten Glückwünsche. Wie heißt die Kultusministerin? Genau, wir hatten einen guten Bürgermeister. Ich hätte den auch gewählt. Angela Dauer-Hanke, grüß herzlich. Und natürlich gibt es auch vom Mitteldeutschen Sängerbund ein kleines Geschenk, einen Zuschuss für die Anschaffung von Noten. In dem Sinne die herzlichsten Glückwünsche und ich drücke euch die Daumen, dass ihr noch viele Jahre singen könnt, zusammen Spaß habt und dass der Thorsten schnell auch hier nach weitermacht. Herr Horst, das wollen wir sehen. Besten Dank, Herr Brenner. Gut. Das könnte ich wieder selber klarstellen. Ich danke Herrn Horst-Hermann Brenner für die Grußworte des Mitteldeutschen Sängerbundes. Und bitte nun den ersten Vorsitzenden des Bayerischen Sängerbundes, Herrn Bruno Becker, auf die Bühne. Welche Kraft, welche Energie und Idealismus es gebraucht hat, um einen Gesangverein über diesen langen Zeitraum zu führen. In all diesen Jahren habt ihr gemeinschaftlich gesungen, gemeinsam geplant und auch gemeinsam gefeiert. Viele Mitglieder haben in all den Jahren ihre Heimat zuerst im Männergesangverein und später dann im gemischten Chor gefunden und die vorhandenen Möglichkeiten zur sinnvollen Freizeitgestaltung immer wieder aufs Neue benutzen. Zu diesem besonderen Jubiläum gratuliere ich im Namen des Waldeckischen Sängerbundes ganz herzlich. Ich soll dazu sagen, er ist natürlich auch halber Waldecker, seine Mutter kommt aus Werner. Ja, ein Verein, der auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken kann, hat allen Grund, natürlich stolz zu sein. Ich sollte aber nicht nur ein Blick zurück, sondern auch ein Ansporn für die Zukunft sein. Ich hoffe, der gemischte Chor Harmonie Münden schöpft entsprechende Kraft und Elan aus diesem Jubiläum, um weitere Ziele anzugehen und auf weitere künftige Jubiläen hinzuarbeiten. Ich habe eben gerade gehört, es geht wohl wieder weiter. Das würde mich bei euch selber von uns allen natürlich sehr, sehr freuen. Ja, für die Zukunft wünsche ich euch weiterhin viele gute Stimmen vor und ich habe auch noch eine kleine Urkunde mitgebracht. Ich lese Sie mal vor, Ehrenurkunde der Bayerische Sängerbund. Entschuldigung. Der Bayerische Sängerbund gratuliert dem Verein NGV Harmonie Münden herzlich zum 100-jährigen Bestehen. Wir bedanken uns für das kulturelle Engagement in Ihrer Gemeinde und darüber hinaus.
Als Anerkennung verleihen wir diese Ehrenurkunde und wünschen dem Verein für die Zukunft weiterhin viel Freude am Gesang und gutes musikalisches Gelingen. Höre ich aus, naja, mein als Krisenjahr. Aber trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, haben begabte Sänger in Münden-Waldeck, weil Lichtenfels gab es ja zu dieser Zeit noch nicht. Henning Scheele, da hatte Münden noch einen eigenen Bürgermeister, da war hier noch alles in Ordnung zu der Zeit. Jedenfalls haben die Sänger den Männergesangverein Harmonie Mitteln gegründet, der ja dann bekanntlich später in den gewünschten Chor übergegangen ist. Und jetzt ist die Harmonie neben dem DSV der zweite Verein hier im Ort, der es in diesem Jahr geschafft hat, das 100-jährige Jubiläum zu feiern. Das ist aller Ehren wert, Respekt und Anerkennung dafür. Die örtlichen Vereine, Schützenverein, Sportverein, Freiwillige Feuerwehr, Frauenchor Klangfarben, Landfrauenverein, Heilbad- und Verkehrsverein, Karnevalsgesellschaft und die Münchner Kanoniere und der Motorradclub MC Hurricanes, den heute Abend der Hartmut, der Horst und ich mitvertreten. Wir freuen uns erstmal recht herzlich über eure Einladung heute und wir gratulieren euch Sängern und Sängerinnen und Sängern zum Geburtstag und zum Jubiläum heute. Wir haben natürlich, wie es auch im Dorf üblich ist, auch ein Geschenk mitgebracht. Von uns gibt es nämlich heute das Likörchen, das Münchner Kürchen, ist klar, ne? Und traditionell ein Waldecker Flachgeschenk. Machen wir dann gleich einen Resi-Ausbau, ne? Okay? Gut. Wir wünschen
euch Sängerinnen und Sängern immer ein Likörchen auf den Stimmbändern. Wir wünschen euch viel Gesundheit und für die Zukunft alles Gute. Und ich wünsche allen hier in der Halle heute noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, danke schön im Namen der Harmonie Münden. Ich würde sagen, ohne Gesang und Musik ist das Leben nur halb so schön. Und Musik verbindet. Und einen schönen Abend noch. Danke. Wir geben uns alle Mühe, weiterzumachen, aber es sieht nicht gut aus für die Zukunft.
aber trotzdem haben wir mit einer kleinen Abbau-Rockier und die Ortsteile sind ja stark vertreten. Medebach-Dreisler, Medebach-Mehrfeld, gute Beispiele. Und wir wünschen euch natürlich zu eurem Jubiläum einen ganz herzlichen Glückwunsch. Ich kann jetzt nicht sagen Glück auf, aber bei uns ist es umgekehrt, Glück runter. Aber trotzdem, ich bin erstaunt in so einem kleinen Ort, dass so ein toller Chor hier zusammengekommen ist und die Neugründung auch wunderbar funktioniert hat. Da träumen wir von. Vielleicht hilft uns der liebe Gott noch ein bisschen dabei, dass wir doch noch mal irgendwie eine Chance haben. Aber ansonsten, schade. Gut. Aber trotz alledem, für eure Zukunft wünschen wir euch alles Gute. Und bleibt gesund, macht weiter so. Und Medebach hat ja eine lange Tradition mit Münden. Wir sind ja schon seit 6 Jahrzehnten immer in Münden gewesen und umgekehrt war es auch so. Und es waren tolle Abende, tolle Erlebnisse. Macht weiter so, ich gönne euch das im Namen des ganzen Chors aus Medebach. Herzlichen Glückwunsch. Das Rhein-Sauerländer-Geschenk ist ja schon gekommen und die Grenze ist ja gar nicht so weit. Und wir haben natürlich auch ein kleines Geschenk mitgebracht, damit es euch für die Zukunft leichter fällt, nach der Pause mal einzutreten oder so. Ne? Oder alles Gute für die Zukunft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch ein herzliches Dank nach Medebach. Und wie schon erwähnt, Medebach und München verbindet schon eine lange Tradition des gegenseitigen Besuchens und Sings. Und auch ich persönlich habe äußerst positive Erinnerungen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich weiß noch, wir haben mal in Medebach, und die Geschichte muss ich jetzt doch nochmal erzählen, einen Auftritt gehabt und eins meiner Lieblingslieder, Piet Heim, vorgetragen. Und ich weiß, da haben die niederländischen Gäste damals auf den Tischen getanzt. Das war toll. Nach all den Grußworten nun möchten wir gerne mit unseren Gesangsvorträgen weiter fortfahren. Und deswegen bitte ich nun den Frauenchor Tonart Bottensheim auf die Bühne mit der Chorleiterin Claudia Färb, der ersten Vorsitzenden Christa Böhle. Und wir hören die Liedvorträge Das Beste von Pascal Thibault, damals von Hanio Gebler und You Raise Me Up von Rolf Lochner. Am Klavier wird der Chor begleitet von Martin Fach. Ich habe eine Chance gefunden.
Ja, das ist ja gut. 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 Ja, das